Damen und Herren. Es ist jetzt 19.35 Uhr. Ich glaube, das akademische Viertel brauchen wir nicht. 5 Minuten genügen. Ich begrüße Sie zu unserer heutigen Veranstaltung zur Kulturpolitik in Düsseldorf. Wir hatten das ja genannt, ist das Kunst oder kann das weg? Als erstes bedanke ich mich bei Michael Kortländer für die Vorbereitung dieser Veranstaltung. So freundlich. Im vergangenen Jahres, weil es kurz vor der Kommunalwahl war, wurden einige mit durchgewunken. Das ist die Systematik, wie der Kulturhaushalt funktioniert. Wir haben über ein Dutzend eigener Anträge gestellt für Projektförderung im Kulturhaushalt. Okay, der Konsens vollkommen klar. Düsseldorf ist eine Kunst- und Kulturstadt. Das Problem bei einem Kulturetat kann dann entstehen, wenn er zu statisch wird. Denn Kultur ist ja auch immer eine Sache, die in Bewegung ist. Das ist gucken, was wir in den letzten 5 Jahren hier gemacht haben. Dann sind wir in bestimmten Bereichen mit diesen 120 Millionen nicht statisch umgegangen, sondern haben versucht, Höchstleistungen in den Häusern zu bekommen. Also das ist jetzt schon an, dann kann ich Ihnen kurz vielleicht ein paar Worte sagen, weil ich bin vom Beruf Kulturmanager und... Kulturmanager. C'est d'après le roman d'Alberto Moravia. Il y a Brigitte Bardot et Michel Piccoli. Il y a aussi Jacques Palance et Georges Amol. Et Fritz Lang. Les prises de vue sont de Raoul Coutard. Georges Delerue a écrit la musique. Le son a été enregistré par William Siemens. Montage et Daniel Stein. Weitestgehend unbekannten Aussagen der Parteien im Bereich der Kunst. Ob wir Wahlgeschenke jetzt da hier bekommen werden, weiß ich nicht. Ich wollte nur mal darauf hinweisen, dass Wahlgeschenke oder so etwas Ähnliches eigentlich eine alte Sache sind. Es gibt einen schönen Wahlkampf, den ich aufführen will. Der ist 1800 Jahre alt und führte Gordian III. In Rom. Und in seinem Wahlkampf ließ er 32 Elefanten. 6 Millionen Euro. Also gerade, ich erinnere daran, 120.000 für den Malkasten, 13,6 Millionen für die Museen und Sammlungen. Und dann könnte man jetzt nochmal anfangen, das wurde vorhin auch schon im Eingangsvortrag, bei Theater, Oper, Turnhalle, da sind es dann stolze 44,7 Millionen. Und die Turnhalle, glaube ich, nochmal extra, oder nein, die Turnhalle wird dann aufgelistet, also 44,7 für die darstellenden Künste und die Musikhäuser. Ja, um das überhaupt mal so gegenüberzustellen, damit Sie auch hier, Sie fünf, so ein bisschen eine Vorstellung haben. Jetzt würde ich von Ihnen natürlich gerne vor der Wahl so ein Wahlgeschenk hören. Also wer mag da mal sofort die Initiative ergreifen und sagen? Zunächst mal muss man sagen, dass Düsseldorf einen enormen Kulturetat hat. 120 Millionen Euro jährlich. Wenn wir jetzt darüber reden, wer weniger oder wer mehr kriegen sollte, dann ist das eine Diskussion, an der ich mich so nicht beteiligen würde, weil es geht nicht darum, dass irgendjemand weniger bekommt, sondern es geht darum, dass alle angemessen und auskömmlich finanziert werden. Und von daher ist es sicherlich auch möglich, und ich habe ja gelesen, dass auch die FDP solche Überlegungen anstellt, den Kulturetat eher tendenziell zu erhöhen. Und dann werden sicherlich solche Institutionen wie der Malkasten mehr benötigen, weil wir haben ein Ungleichgewicht, was die sogenannte freie Szene, wobei ich jetzt den Malkasten als eine altehrwürdige Institution in Düsseldorf nicht mehr unbedingt zur freien Szene rechnen würde, aber diejenigen, die jedes Jahr neue Projektmittel beantragen müssen, die also nicht institutionell gefördert werden, die brauchen einfach Planungssicherheit. Und dazu gehört meiner Ansicht nach der Malkasten definitiv dazu. Ich möchte das aber nicht aufrechnen oder gegenrechnen mit dem, was die Oper oder das Schauspielhaus bekommen. Düsseldorf ist eine wirtschaftsstarke Stadt, Düsseldorf ist eine reiche Stadt. Düsseldorf muss sich dazu bekennen, dass sie Kunststadt ist und Kulturstadt und dann muss eben auch auskömmlich finanziert werden und dazu sind wir auch in der Lage. Ja, und um das Thema auch nochmal deutlich zu machen, was das für ein Kulturetat ist hier.
Der Etat des Landes Nordrhein-Westfalens mit 18 Millionen Einwohnern war vor Schwarz-Gelb unter dem Etat der Stadt Düsseldorf. Jetzt ist er oberhalb des städtischen Etats, aber auch nicht doppelt oder dreimal so hoch, sondern er ist etwas höher, wird aber wieder weniger. Das Land spart 2 Millionen jetzt im letzten Haushalt. Die Stadt Düsseldorf hat 2 Millionen draufgelegt auf den Haushalt. Also die Relation dieses Kulturetats von rund 120 Millionen ist wirklich gigantisch und in Proportion zur Einwohnerzahl erst recht. Der Konsens. Und das ist vollkommen klar. Düsseldorf ist eine Kunst- und Kulturstadt. Dieser Kulturetat wird nicht angeknappert, sondern eher irgendwie leicht angepasst und erhöht. Und dann muss man eben sehen, wo werden die Gelder hin verteilt. Der heißt Clement. Der einfache Politiker, der häufig in der Kultur landet, weil er in anderen, wichtigeren Ausschüssen kein Platz mehr frei ist, befindet sich so oft ungewollt in Gremien, die vielleicht unwissentlich wie Institutionen im Sinne des Exorzismus wirken, indem etwa der gesellschaftliche Auftrag von Museen zunichte gemacht wird, als einem Ort, an dem sich die Gesellschaft jenseits von oligarchischen Privatinteressen abbildet. Das nennt sich natürlich nicht Exorzismus, sondern Public-Private Partnership, wie die Zweckgemeinschaften zwischen öffentlicher Hand und privater Wirtschaft sich nennen, bei der beide Partner jeweils etwa gleich große Anteile haben, wie es beim Joint Venture zwischen MKP und E.ON bekanntlich der Fall ist. Also die Stadt gibt 7,5 Millionen und E.ON 710%. Wikipedia vermerkt übrigens als typische Zweckgemeinschaften für dieses Private Partnership Bauwirtschaften, Kreditwirtschaft und Privatgefängnisse. Kultur kommt da auch nicht vor. Oder der Exorzismus heißt heute Kunstevent, bei dem mit Hilfe von Kultur als Standortvorteil oder sogar als Wachstumsmarkt Kulturindustrie die Not der Kommunen gelindert werden soll, sodass die, jetzt gebrauche ich einen furchtbaren Ausdruck, die Kreativen sogar die Schlotbarone von morgens werden sollen. Gibt es fantastische Ausstellungen auch, und es ist zwar nicht ganz mit unseren Spielregeln abgedeckt, das kontinuierlich zu fördern, aber weil es so toll ist, weil die Qualität hier so hochrangig ist, deshalb wird es weiter gefördert. Und wir können uns gerne unterhalten, und es können in verschiedensten Bereichen dann sicherlich Anträge gestellt werden, wenn hier was Besonderes ansteht, da auch finanziell okay. zu helfen. Aber es ist eine eigenständige Einrichtung. Gut. Ich finde allerdings in der Tat, dass wenn man 120 Millionen, und es sind ja Steuergelder, ausgibt für Kultur, dann ist es legitim, dass man fragt, was sind die Kriterien, nach denen dieses Geld verteilt wird. Und ich finde es angemessen, wenn sich diese Stadt immer wieder rückbesinnt, geben wir dieses Geld von der Prioritätensetzung, von der Verteilung richtig aus. Ich würde mal so sagen, das Problem bei einem Kulturetat kann dann entstehen, wenn er zu statisch wird. Denn Kultur ist ja auch immer eine Sache, die in Bewegung ist. Das ist ein Feld, dem gewissermaßen Innovation, das Neue, die zweite Natur ist. Und deswegen finde ich es richtig. Das Problem ist ein bisschen, das ist jetzt kein unmittelbar politisches Geschäft, denn Kultur ist ja nun, sollte ein möglichst staatsferner Bereich sein, dem, wo die Politik allenfalls die Rahmenbedingungen setzen kann. Aber ich finde es trotzdem richtig, dass man sich versucht, gemeinsam Kulturschaffende und Politik zu besinnen, was sind eigentlich Kriterien, die es rechtfertigt, dieses Geld auszugeben. Ich habe mit vielen Kulturschaffenden, mit vielen Künstlern in den letzten Monaten geredet. Ich glaube, es besteht auch sehr viel Bereitschaft dazu. Ich glaube, was wichtig ist, sind zwei Kriterien, oder was mir jedenfalls wichtig wären, sind zwei Kriterien. Das eine ist das Thema der Teilhabe, inwieweit strahlt die Kultur tatsächlich in die Gesellschaft aus, inwieweit
haben die Menschen in dieser Stadt auch wirklich die Gelegenheit, an dieser Kunst teilzuhaben. Und das Zweite würde ich mal unter den etwas schillernden Begriff der Strahlkraft stellen. Es gibt bestimmte Dinge, die wirklich die Düsseldorf seine kulturelle Identität geben. Und das ist auch, finde ich, ein legitimes Kriterium zu sagen, wir wollen gerade die Dinge fördern und es können auch mal neue Sachen sein und nicht immer nur die etablierten Einrichtungen, die dazu beitragen, dass Düsseldorf eben als Kulturmetropole diesen Ruf verdient und eben auch als eine Metropole, die an der, ich sag mal, an der Spitze der kulturellen steht. Was das Thema Zuwendungen für den Malkasten angeht, würde ich sagen, ich war jetzt nicht bei den 50 Veranstaltungen, die hier durchgeführt werden. Ich war, ich muss es zugeben, eigentlich nur beim Martinsgansessen und bei der Rockfestbeerdigung. Aber die haben das ja ist das künstlerische Highlight hier. Das, im Haus, ne? Es ist jedenfalls ein gesellschaftliches Highlight, hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Da ich gebe zu. Nein, aber das müsste man tatsächlich anschauen. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, der Malkasten ist durchaus nach meiner Wahrnehmung eine Einrichtung, die das kulturelle Leben dieser Stadt prägt und es sollte deswegen auch, sagen wir, in der Höhe der Zuwendung seinen Ausdruck finden. Kultur, Kulturschaffende, Künstler wollen von der Politik in der Regel eins, Geld und ansonsten soll man sich raushalten. Und das ist auch richtig, das ist völlig richtig. Wenn wir gucken, was wir in den letzten 5 Jahren hier gemacht haben, dann sind wir in bestimmten Bereichen mit diesen 120 Millionen nicht statisch umgegangen, sondern haben versucht, Höchstleistungen in den Häusern zu bekommen. Das ist uns ganz wichtig. Eine Stadt, die wächst, da muss die Kultur mitwachsen. Ja, eine Gesellschaft macht irgendwas falsch, wenn Kultur und damit eben auch die Ausgaben, dafür sind wir als Politik zuständig, nicht mitwachsen, dann stimmt was nicht. Zusammenfassend möchte ich den großen Hugo Ball, einen der Mitbegründer des Dadaismus, aus einem Aufsatz von 1917 geschrieben zu Grappe zitieren. Er macht eine Gegenüberstellung auf der einen Seite, ich zitiere, die Gesäß, Gesetz, Besitz, Besessenen, auf der anderen Seite verortet er die, ich zitiere, schwirrend, schwebend, schwanenhaften, wobei letztere leicht als Künstler auszumachen sind. Und so sagt Hugo Ball ergänzend, unter Geist verstanden wir aber alles, was gegen das Gesäß, gegen die Verdauung und gegen das Finanzherz gerichtet ist. Möge dieser Geist von Hugo Ball diese Diskussion befruchten. Hartmann, wir haben bei CDU und FDP die beiden Fraktionsvorsitzenden im Kulturausschuss. Sicher nicht, weil die nichts anderes bekommen haben, sondern weil Fraktionsvorsitzende natürlich auch bei Haushaltsberatungen ein wichtiges Wort mitreden und das ist gerade für Kultur enorm wichtig. Ja, wir beschaffen sozusagen das Geld. Ich mache den Kulturausschuss mit meiner Kollegin Veronika Dübken seit 5 Jahren, die Sie ja wahrscheinlich hier fast alle kennen. Das macht richtig Freude. Wenn Sie sagen, und ich würde hier heute niemals sagen, ich gebe Ihnen 80.000 Euro für 2015. Wenn Sie sagen, Sie brauchen mehr, gibt es so eine ganz normale Regel in der Politik. Kommen Sie vor den Haushaltsberatungen, reden Sie mit allen Fraktionen und sagen, wie Sie das haben wollen und wofür. Das ist ganz einfach. Sie sind immer herzlich willkommen. Sie wissen, dass der Malkasten für uns alle eine besondere Bedeutung hat. Aber ich werde natürlich jetzt nicht hier sagen, es wäre eine sehr teure Eintrittskarte für heute Abend. Ich gebe mal einfach 40.000 Euro. Sagen Sie, was Sie machen und Sie werden das Geld dafür bekommen. Das wird in dieser Stadt sozusagen für das, was Sie machen, nicht das Entscheidende sein. Das Entscheidende ist, welche Qualität die Veranstaltung hat, wie viele Leute Sie erreichen. Ja, und wenn man merkt, Achtung, das läuft hier, es ist immer so voll dienstags hier wie heute Abend, dann ist das eine Sache, da werden Sie kein Problem haben, 10, 20 oder 30.000 Euro mehr zu bekommen. Tatsächlich im Internet nur als Entwurf und da steht ein interessanter Satz drin, nämlich unter dem Bereich Kultur, Maximierung der künstlerischen Leistung. Die FDP möchte, dass Sie Ihre künstlerische Leistung maximieren. Vielleicht malen Sie ein paar Bilder mehr, vielleicht spielen die Sinfoniker schneller. Ich habe keine Ahnung, was Sie damit meinen, Herr Neuenhaus. Aber es steht eben da drin, vielleicht ist das ja noch geändert worden, weil wie gesagt, ich verfüge hier nur über den Entwurf. Sie wollen mit allen Kultureinrichtungen Gespräche führen, ob und wie die künstlerische Leistung noch zu erhöhen ist. Entschuldigung, mein Kulturbegriff ist ein deutlich anderer.
Das ist einfach so. Dann werden Sie merken, welche Kraftanstrengung das ist, diesen Haushalt hier zu halten und durchzukriegen, dass wir nichts davon runtergenommen haben. So, das ist doch das Entscheidende. Das hat doch sonst überhaupt keiner geschafft. Natürlich können Sie mich jetzt dafür beschimpfen und sagen, Sie hätten damals schon 10 Millionen drauflegen müssen. Aber für uns ist die Leistung als CDU, FDP, so ganz unabhängig von dem, was Sie sagen, dass wir es geschafft haben, gegenüber allem diesen Etat zu halten bei diesen 120 Millionen Euro. Gleichzeitig eben, ich sage das immer, alle Bauten, alle Sanierungen sind extra. Das ist viel, Entschuldigung, Frau Koch, das schafft niemand anders in Nordrhein-Westfalen. So. Und Herr Dr. Filz hat eben die Förderung über die Beiräte erwähnt. Ja, die gibt es. Aber Sie wissen auch ganz genau, dass wir im Kulturausschuss in jedem Jahr zum Haushalt Anträge auf Projektförderung bekommen. Einzelne Anträge, die nochmal zusätzlich kommen. Und von diesen Anträgen, die jedes Jahr neu gestellt werden an Projektförderung, haben CDU und FDP in den letzten 5 Jahren die meisten immer abgelehnt. Wie gesagt, nur im Dezember vergangenen Jahres, weil es kurz vor der Kommunalwahl war, wurden einige mit durchgewunken. Das ist die Systematik, wie der Kulturhaushalt funktioniert. Wir haben über ein Dutzend eigener Anträge gestellt für Projektförderung im Kulturhaushalt. Okay, so, wir machen hier auch einen kleinen Cut. In Verbindung mit der Quadriennale noch zusätzlich angesehen, weil das ja, aber wie lange noch, ne? Ist ja die Frage. Nein, bitte. Wir haben 2 Pollocks in dieser Stadt. Einen kleinen, etwas tristeren oder schwärzeren im Museum Kunstpalast und einen sehr, sehr großen und einen von den besten überhaupt in der Welt in der Kunstsammlung. Genau, wir reden jetzt über also, wir werden keine Pollock-freie Stadt sein. Und aber ich höre durch den Kleinen, den halten Sie für verzichtbar? Also, schön ist, wenn man alles hat. Noch schöner ist, wenn einem einer was leiht und zur Verfügung stellt und es unterstützt. Und deshalb sage ich hier klipp und klar, allen Dank auch an die E.ON, die dieses Bild zur Verfügung gestellt hat. Allen Dank der Familie, die in Neuss auf der Insel Hombroch oder Raketenstation die Fondation Langen gegründet hat und dort viele tolle Bilder gezeigt hat. Und sich jetzt entschieden hat, einige Top-Werke, die am meisten Geld bringen, zu verkaufen, um weiterhin die Kunst zu fördern. Ähnlich eben bei der E.ON. Das ist eine Entscheidung, die die machen können und dürfen, zu unterstellen. Also ich finde das wirklich schon verrückt, zu unterstellen, dass das Bild dort bewusst hingehangen wurde, um es wertvoller zu machen. Das ist doch absurd. Und das weiß doch jeder, dass diese Aussage absolut absurd ist. Sondern dieses Bild ist eine kostenlose Leihgabe gewesen, die viele lange Zeit erfreut hat. Und wenn wir weiterhin die E.ON haben als Unterstützer für dieses Haus, damit dort auch weiterhin auf dem Top-Niveau, wie auch jetzt in dieser Alchemie-Ausstellung, etwas gezeigt werden kann, dann kann man nur dankbar sein und nicht meckern darüber. Okay. Damals, die E.ON-Beteiligung wäre in die Stiftung eingegangen und wäre deswegen sozusagen dann unabhängig gewesen von den Weltläufen des Energiegeschäftes. Was jetzt passiert, ich glaube, man kann E.ON, wenn man ehrlich ist, keinen Vorwurf machen. Ich meine, die entlassen 11.000 Leute, die haben nun in der Tat, ja, was heißt selbstverschuldet? Ja, gut, Herr Bernhard hat 20 Milliarden in den Sand gesetzt, ist richtig. Trotzdem ist das Unternehmen jetzt in Schwierigkeiten und trotzdem müssen weiterhin Löhne bezahlt werden und wahrscheinlich, also ich meine, Sie können sich vorstellen, niemand bedauert es mehr als ich selber, dass hier 11.000 ehemalige Kollegen ihren Job verlieren. Aber dass man dann sagt, dann müssen wir tatsächlich alle Positionen auf den Prüfstand stellen und dass man dann sagt, wir müssen eben auch diese Position gegebenenfalls zurückfahren oder, was jetzt passiert, wir müssen einen Teil unserer Vermögenswerte veräußern und sei es ein wunderschönes Kunstwerk, das bisher der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wurde. Ich glaube, man kann, wenn man ehrlich ist, diesem Unternehmen insoweit keinen Vorwurf machen. Ich glaube nur, von vornherein war eben die Konstruktion falsch. Wenn man sagt, wir bauen auf E.ON beim Museum Kunstpalast bei der Konstruktion
dieser Einrichtung, dann muss man es so konstruieren, dass es eben nicht abhängig ist von den konjunkturellen Verläufen. Und das ist genau das, was mir passiert. Ich glaube, eine Stiftung wäre besser gewesen. Und das Missliche für das Museum Kunstpalast ist nun ja, dass, weil dieses eben konstruiert ist als Public-Private Partnership, werden die sich auch sehr schwer tun, andere Sponsoren zu finden, die vielleicht bereit wären, denn die wären ja dann Sponsoren einer Einrichtung, die eben mit E.ON so gewissermaßen im Titel hat. Und von daher glaube ich, wenn man Private-Public Partnerships macht, dann bitte so stabil und nicht konjunkturabhängig. Und ansonsten ist es wahrscheinlich besser, wenn man tatsächlich Unternehmen findet, die eben sponsern und dann eben auch aufhören zu sponsern, wenn sie es sich nicht mehr leisten können. Das ist, glaube ich, die richtige Konstruktion. Ergänzung, andere Meinung? Ich übergebe an Herrn Vollmann. Danke. Ja, er macht es einem nicht leicht, der Vorsitzende des Künstlervereins Malkasten, Robert Hartmann, wer ihn nicht kennt. Danke nochmal für diese einführenden Worte. Damit auch von meiner Seite aus einen schönen guten Abend allen Künstlerinnen und Künstler, die heute Abend hier sind. Einige kenne ich ja auch, Gott sei Dank, und andere, die vielleicht wirklich aus Interesse her gekommen sind, um auch aus der Politik zu hören, wie sieht es denn aus? Und der nimmt jetzt sein Namensschild dann auch direkt in die Hand und sucht sich noch die freien Plätze. Ich komme auf Dr. Alexander Filz. Er ist promovierter Kunsthistoriker, Inhaber des Familienunternehmen Fine Arts. Das ist ein Kunsthandel. Und in der Politik ist er langjährig schon kulturpolitischer Sprecher der CDU-Ratsfraktion, auch Vorsitzender des Beirates für Bildende Kunst. Ich glaube, damit hat die CDU einen guten Mann geschickt. Ich sage das mal so, jemand, von dem man zumindest meinen könnte, er hat da noch Ahnung. Ich bin gespannt, ob das dann auch so ist. Herzlich willkommen, Dr. Filz. So, die SPD schickt ihren, ich habe es gerade schon angedeutet, ihren Oberbürgermeisterkandidaten Thomas Geisel. Ich will nicht verheimlichen, er ist, kann man sagen, Ex-Manager auch bei E.ON gewesen. Na, das macht das Ganze ja etwas pikant, können Sie sich vielleicht schon denken. Und er ist Rechtsanwalt, Kaufmann auch und ein Bekenntnis zur Kultur. Ich zitiere da jetzt mal, für die kulturelle Identität der Stadt sind ein Song Contest oder eine Bambi-Verleihung unwichtig, da sie nur auf Außendarstellung zielen. Stammt von Ihnen? Wissen Sie gar nicht mehr, ne? Sehen Sie mal. Okay, ich versuche das mal ein bisschen, aber so in diese Richtung hoffe ich, fühlen Sie sich da aufgehoben. So, herzlich willkommen natürlich auch in dieser Runde. Als nächstes ebenfalls eine Oberbürgermeister-Herausforderin, ich habe es gerade schon angedeutet, Miriam Koch. Sie ist Kandidatin der Grünen, Fraktionsgeschäftsführerin, hat unlängst an einem Sonntagnachmittag auch zu einer Führung durch die Kunstausstellung Die Große eingeladen, ne? Aber die hast du selber nicht geführt, du hast führen lassen, ne? Okay. Auf jeden Fall, sie versucht sich jetzt auch als Kandidatin auf dem Feld der Kunst irgendwie. Ich bin gespannt heute Abend, was von den Bündnis 90 Die Grünen dazu dann auch kommt. Ansonsten begrüße ich dann seit 5 Jahren Vorsitzender der FDP-Ratsfraktion und auch Mitglied des Kulturausschusses Manfred Neuenhaus. Herzlich willkommen. Von Beruf Politikwissenschaftler und auch tätig gewesen im Städtischen Amt, hat jetzt mit der Kultur nicht ganz so viel zu tun, Städtisches Amt für Statistik und Wahlen. Gut, aber ich denke, er hat auch unlängst eine kurze Leine für Kulturinstitute. Die künstlerische Freiheit und die Finanzen sind allein Sache
des Schauspielhauses. Haben Sie das wirklich so gesagt? In dem Zusammenhang, ne? Also eine Leine. Ach so, es sollte eine lange Leine sein. Okay, gut, dass Sie das noch gerade korrigiert haben. Ich habe mich nämlich ein bisschen gewundert. Es sollte eine lange Leine sein. Ne? Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Wunderbar. So, und der Letzte aus der politischen Riege. Jetzt kommt zu uns Petra Ulrich Peters. Er sitzt im Rat für die Linke und ist auch Stellvertreter beim städtischen Beirat für Musik. Den gibt es ja auch. Nicht jetzt Kunst. Ne? Ich hoffe, wir finden da trotzdem zueinander heute Abend. Wir kennen uns sonst wenig, muss ich gestehen, aber es soll sich ändern. C'est l'histoire d'un malentendu entre un homme et une femme. Il y a des moments de la vie où quelque chose définitivement se casse qui n'est ni de la faute de l'un ni de celle de l'autre, chacun en éprouvant souffrance, amertume et regret. L'épilogue du mépris se déroule à Capri, devant la mer immense. Paul essaie de ramener Camille à lui. Il est trop tard. Le prétexte du film, c'est peut-être le roman de Moravia. Son objet, c'est Brigitte Bardot. On a fait des films avec Bardot. Des films sur Bardot, Le Mépris, le film de Bardot, parce qu'il est le film de la femme, tel que Godard la voit et tel que Bardot l'incarne. Si le phénomène Bardot doit représenter plus tard quelque chose dans le cinéma au même titre que Garbo ou Dietrich, c'est peut-être dans Le Mépris qu'on le trouvera. Un journaliste sans imagination aurait interrogé Brigitte Bardot et Jean-Luc Godard. Brigitte Bardot, avez-vous aimé travailler sous la direction de Jean-Luc Godard? Jean-Luc Godard, avez-vous aimé diriger Brigitte Bardot? Qu'importe, le résultat est là. Grâce à Godard, Brigitte Bardot n'est pas devenue Camille, mais Camille est devenue Brigitte Bardot. Depuis son premier film, À bout de souffle, chaque film de Jean-Luc Godard est un document vrai consacré à la femme moderne. Illogique, désarmante, capricieuse, exaspérante, royale, mystérieuse. Le mépris ayant Brigitte Bardot comme objet, ne peut avoir que le cinéma comme sujet. Le mépris est un film sur le cinéma, parce qu'on y voit le metteur en scène Fritz Lang dans le rôle de Fritz Lang, metteur en scène dans l'Odyssée. Dans Le Mépris, le cinéma a le visage de Fritz Lang. C'est par respect, dit Godard, que j'ai joué moi-même le rôle de son assistant. Du seul fait de sa présence, n'importe qui peut penser que le cinéma est une chose importante. Même... quand il se cache sous une vieille couverture. Et si le cinéma se cache sous une vieille couverture, c'est qu'il a parfois des raisons que la raison ignore. Sinon qu'il voit ce que ni Camille ni Paul n'ont su voir, aveuglé qu'il sent. Le mépris, 8-6-9e. Et tandis que leur couple fragile se déchire sans comprendre, le conseil de Dieu, le discuter, le destin, les enfants de la mal, et tous les enfants de Dieu.
appris, était midi. Ce jour-là, la mer était impassible. Film ist was Wunderbares. Du siehst Frauen über Frauen, alle bekleidet. Dann heißt's Aufnahme und sie hängen ihren Hintern in die Sonne.